in jedem Jahresrückblick jetzt, ja, als Dortmund-Fans. Wir müssen uns auf die Knochen schämen, ey, ganz ehrlich. Gruß an München, die Mannschaft ist verdient, aber wenn man sich so dran stellt daheim, 80.000 hier, unglaublich. Also ganz ehrlich, unglaublich. Wir sind bestens vorbereitet, unser Kühlschrank ist voller Dosenbier für morgen. Aber gut. Tja, die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wer am Ende nicht gewinnt, der hat die Meisterschaft nicht verdient. Auf jeden Fall, wir haben uns alle auf eine sehr große Party angestellt, ne, aber die Enttäuschung ist groß, aber wir hoffen, dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall was wird. Ich kann jedem raten, ja, der sowas so easy nimmt, das ist eine gute Strategie, weil wie willst du andere Sachen bewältigen, die dich niederschlagen, ja? So, das Weitere hat José Mourinho gesagt, aus Niederschlägen lernt man. Ja? Zufriedenheit stürzt jeden Mann. Und im Grunde ist doch alles wie immer. Bayern hat die Meisterschaft geholt. Dieses Jahr war es so nah dran wie noch nie. Am letzten Spieltag hatte man es in der eigenen Hand. Und dann spielt man so eine Enttäuschung in der ersten Halbzeit. Die, ja, schon ein bisschen das Herz bricht, muss man ehrlich zugeben. Frau.